Herzlich willkommen zurück zu Factorio. Mit dem Drake. Ja, ja, und dem Matip. Das genau. Wollte ich dir zuvor kommen. Ich wollte dir jetzt so. Naja, oh, warte, comes me pre. Ah, ich geb's auf. Wie dem auch sei. Ja, wir haben in der letzten Folge habe ich es endlich fertig gebracht, mir meine Superrüstung zu bauen. Superrüstung. Und jetzt werde ich mich dann wieder in den Kampf stürzen, weil eigentlich unser Hauptaugenmerk liegt momentan darauf, eine Zugverbindung zusammenzukratzen. Und auf dieser Zugverbindung mehr Eisen herzubekommen, weil unsere Initialressourcen langsam doch vor allem im Westen kein Eisen. Trifft's näher am besten. Ja, da haben wir eigentlich fast gar nichts mehr. Das ist. Ja, und das Hauptproblem bei mir ist, dass halt die ganzen Elektromotoren, Flugroboter und so weiter nicht weiterläuft, weil da die Eisenressourcen auch knapp geworden sind. Deswegen baue ich gerade ein Schienennetz hier runter. Also wahrscheinlich ist die Folge diesmal bei mir ziemlich langweilig, weil altbekannt ist. Er geht denke, beim, ja, ich gebe ballern, wie immer halt. Genau, er geht ballern, ich gehe ballern. Ich bin dann hier auch bald durch aber den Wald. Aber hier oben, die Nester sind mir teilweise schon echt ein bisschen zu groß. Du kannst ja vielleicht dann auch doch mal Richtung Süden gucken. Die sollten vielleicht wieder etwas kleiner werden, weil die natürlich nach hinten, desto weiter du vom Startpunkt wegkommst, immer größer werden. Ja, das ergibt Sinn. Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Hast du jetzt erwartet, dass ich Sinn macht, sag? Ja, ich hab überlegt, ob ich dich jetzt berichtigen muss. Und ist mir aufgefallen, das hat ja ausnahmsweise mal gestimmt. Das heißt ja ausnahmsweise? Ich habe mir das mittlerweile gemerkt, dass es eine Gegebenheit ist. Deswegen mache ich es ja die ganze Zeit. Gehst einfach allen so lange auf den Geist. Du, mit mir hat man es nicht anders gemacht. Man ist mir so lange auf den Geist gegangen, bis ich es einfach automatisch angefangen habe, richtig zu machen. Und deswegen weiß ich, dass diese Methode leider funktioniert und deswegen bin ich da sehr persistent. Alter, ey, hier gibt's offensichtlich Roboterhuren für umsonst. Anders kann ich mir das nicht erklären. Roboterhuren für umsonst? Sag das mal Bender, ey. Ey, hier steht einfach, die Roboter stehen hier Schlange. Mit Blackjack und Robot Hookers. Es könnte offensichtlich das neue iPhone X geben. Oder das Samsung X oder das Sony X oder das iPhone X. Ich weiß nicht, ob die Samsung Jünger da so. Keine Ahnung. Aber Alter Schwede, bau da mal bitte ein paar mehr hin. Ein paar mehr Ladehangers. Jetzt wirst du doch nicht mehr fertig. Ja, du, das ist jetzt nur wegen dem Wald die Stelle. Wieso hast du das Ding eigentlich umzäunt? Da ist weit und breit nicht ein Alien zu sehen. Frei nach dem Motto, better be safe than sorry. Ach ja, übrigens, apropos Aliens. Wir haben ja mehrfach angesprochen, dass wir ja eigentlich auf dem Planeten die Aliens sind. Und dass das Ziel des Spiels ist, da auch irgendwie wieder wegzukommen. Die Sache ist, ich habe vorher irgendwo mal, oder neulich irgendwo gelesen, dass man irgendwie die Rakete bauen muss, um nicht von dem Planeten wegzukommen, sondern, also, oder zumindest bevor jetzt die Rakete implementiert worden ist, war es noch so, dass du das, so eine Art Landebeacon bauen musst, mit dem du dann dein im Orbit kreisendes Mutterschiff rufen kannst. Oh, hier unten ist übrigens Wüste. Ja. Das darfst du vielleicht auch nicht durcheinander bringen. Also das Ziel ist nach wie vor nicht mit der Rakete von dem Planeten zu fliehen. Sondern mit der Rakete fliegst du auf den Mond, um den auch noch auszubeuten. Das Ziel war eigentlich, Ausbeuter. Auf dem Mond eine weitere Ressourcenkette aufzubauen. Mit neuen Ressourcen und mit neuen Herausforderungen. Da wissen sie aber halt noch nicht ganz, wie sie das umsetzen oder wie weit sie das umsetzen. Und deswegen ist die Rakete das aktuelle Endgame. Noch ein paar Lasertürme, mindestens 2, 3. Ich sehe einfach nichts, es tut mir leid, aber das muss alles weg. Muss dir nicht leid tun, aber. Könnte das mal irgendwie alles wegknusen. Weg. Die Schiene lasst man liegen, habe ich mit mühsamer Handarbeit hier fertig. Alter, da kommt die Roboterarmee. Und frisst einfach nur diesen Wald. Ich finde das so geil. Na klack, klack, bis zum letzten Baum hinter weggeessen. Und hier kommt die andere Welle und nimmt einfach nur diesen Wald. Oh! Nein! Wie dumm sind die? Es tut mir leid, aber. Sehr?
die Roboter haben gerade, also nein, ich habe nicht aufgepasst, das war ja meine Schuld, aber mitten unterm Abbauen haben die Roboter gemeint, so, jetzt baue ich den Roboterhangar auch mit ab. Tja, das ist aber nicht das Problem der Roboter. Weißt du, ein Computer ist immer noch sehr intelligent wie der ihn programmiert. Was zu Unverständnis bei den Flugrobotern geführt hat. Ja, wenn du der Chef bist. Ja, wenn du der Chef bist, du wirst schon wissen, was du tust. Ja, eben. Du hast gesagt weg, also weg. Aber Chef, nix, aber ich hab gesagt weg. Da hörst du dich fast bayerisch an. Bin fast ein bisschen stolz auf dich. Wow. Ja, noch 5 Jahre. Dann wird man es immer noch raushören, dass ich nicht von hier bin, aber... Wie lange ist der Käse eigentlich schon hier? Fragende Fragen, die du ihn vielleicht lieber selber fragen fragst. Wieso nehme ich jetzt einfach nicht die Taschen voll Loon? Länger als ich? Ja, das auf jeden Fall. Hörbar. Wenigstens 2 Jahre, würde ich sagen. Okay. Also so um unsere Basis rum gibt es übrigens fast keine kleinen Alien-Nester mehr. Mindestens so 3-4 Gebäude. Drunter machen sie es nicht mehr. Die sollen ja auch nicht drunter machen, das stinkt ja immer. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Wenn nicht, dann schreie ich wahrscheinlich. Ah ne, du meinst so männlich. Wahrscheinlich, ich hoffe männlich, es. Männlich gerne. Männlich herb. Nackig im Abgang. Ah ne, das war was anderes. Was, nackig im Abgang? Knackig im Abgang. Wortwahl hier, sehr wichtig. Ich lasse mir vielleicht schon Lasertürme bringen, oder? Ja, weiß. Ich krieg aber keine. Ja, wir kriegen wir produzieren ja auch schon ewig keine mehr, weil wir ja nicht genügend Eisen haben. Das wird dann sehr ungünstig, weil ich dann die Außenbase nicht verteidigen kann. Ja. Naja. Mauern hab ich noch? Ja, hier hab ich noch ein bisschen. Oh, den Strom krieg ich hier. Sterbt. Na los, sterbt. Macht schneller jetzt. Also der Grund, warum ich hier diese kleinen Außenposten errichte, ist nicht nur um diese Flughangar zu unterstützen, sondern auch einfach um... Habe ich noch ein Tor? Nein. Hier so kleine Bases zu haben, die den Zug ein bisschen im Auge haben. Ja, du sollst vielleicht doch das mit dem Zug erklären, was dem seine großen Besonderheiten sind. Habe ich dann direkt vor, wenn ich dann tatsächlich einen Zug habe, aktuell baue ich eine Schiene. Und, okay, ich erkläre kurz, wie eine Schiene funktioniert, fährt ein Zug drauf von oben nach unten. Wow. Nee, das mit dem Zug kommt gleich, Leute. Sobald ich hier den Zug auch da stehen habe, ich will es einfach am Exempel erklären. Und statuieren. Jetzt so quasi frei im Raum, ohne Bezugspunkt, das finde ich immer nicht so cool. Ich werde aber vermutlich nochmal Schiene bauen gehen müssen. Bin zum Glück mittlerweile etwas besser für größere Trips hier gewappnet. Na, hat er mich gerade angeguckt? Ich? Nö, das Spiel. Meinte so, machen wir zu müssen. Und dann meinte ich, du, nee. Nicht cool. Dann meinte er so, okay. Dann machen wir es. Hier müsste ich jetzt langsam meine Wendeschleife anziehen. Na, komm schon. Okay. Jetzt war das Kupfer hier unten noch brauchen, sollte ich das aber so bauen, dass ich das noch am Leben erhalte. Das könnte knapp werden, müsste aber funktionieren. Ja, das geht gerade noch so dran vorbei. Und nur haben wir es geschissen. Weil ich brauche hierfür echte Steine. Gibt's auch falsche? Ja. Oh, das war wieder ein Gelumpe hier, die... Ah, da gehe ich doch jetzt schon krachen. Naja, da muss doch noch ein Verteidigungszentrum hin. Dafür brauche ich mehr Mauern und überhaupt... Und sowieso. Mauern lasse ich mir bringen, aber haben wir Mauern überhaupt im System? Ja doch, Mauern sind im System.
Lasertürme produzieren wir ewig schon nicht mehr. Vielleicht produziere ich da selber schnell ein paar. Brauche ich aber Batterien. Gib mir mal einen 50er Pack Batterien. Nicht 200. Stahl hat er auch nicht mehr. Und Eisen muss er, Steine muss er sich tatsächlich suchen gehen. Ah ja. Steine gefunden. Steinminen sind halt auch so rar geworden. Wir werden tatsächlich irgendwann anfangen müssen, noch Steine zu suchen. Im Norden habe ich schon ein bisschen was gesehen. Stahlträger. Keine riesigen Felder, aber. Wo kann ich mir denn hier mal Stahl mopsen? Hier offensichtlich nicht mehr. Hier liegt Eisenerz ohne Ende auf den Bändern. Geht der Hops? Noch nicht. Weil wir uns halt immer an den Tower zurückziehen. Der Tower kann einiges abstecken. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Voraussetzung ist natürlich, dass ich so lange durchhalte. Ich fahre natürlich erstmal durch Bäume und Bäume verlangsamen natürlich so das Gefährt. So, Schienen sind im Bau. Ah, ich habe es doch bis hinter die Mauer geschafft. Jetzt. Ein Laserturm kann ich bauen, achso, weil ich wieder keine Stahlträger habe. Ups. Noch 3 Lasertürme, das ist jetzt nicht die Menge, sollte dann aber für den Anfang auch erstmal ausreichen. So, dann habe ich hier Kunststoff im Inventar, der kann erstmal wieder beiseite. Den braucht dann doch keiner. Die Motoren brauche ich nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Warum habe ich denn so viele Kupferplatten dabei? Ich habe 500 angefordert und habe hier irgendwie die 600-fache Menge im Inventar. Wahrscheinlich habe ich die unterwegs außerdem mit aufgesammelt. 2, 4, 5. Stahlplatten genauso. Holz braucht keine Sau. Ah doch, Holz brauche ich jetzt für die Schienen, aber da ist noch ein bisschen was übrig. Man braucht Holz für die Schienen? Wäre sinnvoll, will aber nicht zu viel behaupten. Nein, brauchst du nicht. Also Holz direkt wieder mit. Bist du das immer noch, der da kämpft? Ja. Base ist nicht under attack. 3 Kohle. Meinst du 82 Alien-Artefakte reichen vorerst mal? Um deine Rüstung fertig zu bauen und die Reaktoren, ja. Die habe ich eh schon. Also bis auf die bis auf den zweiten Reaktor, den muss ich halt noch reinbauen, aber. 30. Nö, dann haben wir erstmal wieder, wie gesagt, aus einem so einem Artefakt spuckt der irgendwie 10 Fläschchen. Ja, eben. Deswegen. Aber da können wir dann erstmal ordentlich Gas geben. Und da würde ich sogar. Ich packe diesmal meinen Panzer unten. Ich hätte gerne die Taktzahl noch erhöht, aber da war ich natürlich früher nicht clever genug. Vielleicht doch nicht so. Ein bisschen umwarnen. Please don't die on me. Boah, das sind ja bloß die, wo ich vergesse, auf den Knopf zu drücken. Die richtig fiesen, die sind ja. Das richtig fiese Geröchel und Gehuste ist ja nicht mit aufgenommen, zum Glück. Hoffen wir. Ja, ich hoff's. Manchmal vergesse ich ja drauf zu drücken oder wieder zu releasen, je nachdem. Boah, da vergisst du das Release. Ja, wenigstens mache ich keine Early Access draus. Mal vor, Early Access gehuste. Jetzt schon den halben Huster. Ja, genau. Ja, wird dann später eine Grippe. Produktion erhöht. Black Ink oder was? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, das wäre doch eigentlich. Das fand ich eh so eine herrliche Ironie des Schicksals. Ich habe das letzte Mal, wo ich beim Arzt war, das ist schon, keine Ahnung, 2 Jahre oder sowas her, auch wegen der Grippe, saß ich im Wartezimmer irgendwie 3 Stunden lang, nur wegen der Krankschreibung. Und hab derweil Plague Inc. auf dem Handy gespielt, das war geil. So, kümmern wir uns mal darum, dass das hier auch noch passt an der Ecke. So, die Betonierer sind wieder unterwegs. Ich habe mal wieder einen kleinen Flecken gefunden, den ich einfach ausbetoniert haben möchte. Oh, es ist einfach so ein Flugroboter-Porn. Was brauche ich noch? Oh, diese Prozessoreinheiten. Oh. Sie fangen halt auch an, echt so in Mustern zu fliegen und dann wie Vogelschwärme sich zu verhalten. Zum Glück haben wir wieder ein paar von den Prozessoreinheiten nachgebaut hier.
Jetzt gehen die teilweise extern tanken, aber das ist dann okay. Habe ich nicht eigentlich Schienen gebaut? 70. Bin ich mir da so sicher, dass das reicht. Nicht schon wieder gelbe Schaltfußbänder, hier Räder. Und wegen vier Logistikrobotern muss ich jetzt warten. Wegen vier Prozessoreinheiten muss ich jetzt warten. 10 Erzminen sollten das, denke ich, erstmal ersetzen können. Ja, wenn ich überhaupt 10 Erzminen drauf kriege, da habe ich ja was verlangt. Gucken wir doch erstmal, wie wir aktuell Netzabdeckung haben. Gar nicht. Das habe ich so schon gebaut, dass das zusammenhängt, oder? Ja. Wir haben hier wieder einen komplett überlaufenen Robo-Hangar. Ja, die sind halt heiß begehrt in diesen kalten Zeiten oder so ähnlich. Ja, ich werde da mal den ein oder anderen zusätzlichen Hangar hinbauen, sobald ich wieder welche hab. Den Hub willst du hinbauen quasi? Mhm. Ja, büßen wir jetzt ein bisschen was ein, das ist aber nicht ganz so schlimm. Das muss ich doch schon passend wissen. Da geht noch ein Stückchen. Ja, so. Dann geht noch einer hier dahinter. Okay, der geht hier so hin. Einer geht hier so hin. Na, dieses Gefummel. Okay. Ich find's lustig, wie schnell so ein Fusionsreaktor geht, aber wie lange ich für so ein komisches Effizienzmodul brauche. Ja, die sind halt absichtlich so langwierig, weil sie halt ein Endgame-Item darstellen. Ja. Sie müssen ja auch irgendwie anfangen, eine künstliche Progression zu erzeugen. Jetzt mach ich ja keinen Bullshit bauen. Ausnahmsweise. Kann man eigentlich sonst noch was aus dem Exoskelett, der eventuell der Elektroschockverteidigung und den persönlichen in der persönlichen Laserverteidigung noch ins Dingens bauen? Batterien. Die man jetzt nicht unterschätzen soll. Ich habe immer 1-2 Batterien drin. Okay. Weil die halt auch in so Lücken reinpassen. Kannst du dir dann gerne einfach mal in meinem Let's Play quasi angucken, wie ich das angeordnet habe. Das ist einfach. Das ist eine funktionierende Anordnung. Punkt aus Ende. Nicht großartig überlegt, aber sie funktioniert. So. Dann würde ich hier das quasi. Ne? Ich hätte gerne irgendwie eine Option, dass man sagen kann, lösche mir mal bitte einfach nur die Bäume. Und nicht den Rest, der noch wichtig ist. Aber das geht leider nicht. Tja, Schaden eigentlich, ja? Ja, das haben sie irgendwie nicht mit eingedacht, dass man da vielleicht noch eine Art verbesserten Bauplan bauen kann zum kontrollierten Abreißen. Zack, 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 zack. Und da verschwindet der Wald hoffentlich auch an den richtigen Stellen. Ah, da kommt noch mal eine Welle, die den Rest macht. Erstmal laden, aber es hat ja reicht. Also was soll's. Ich brauche hier Strommast. Dann kommt hier quasi. Da ist der Tower hin. Oh, wie sieht's denn hier aus mit der Zeit? Ja, wir sind doch gleich wieder am Ende der Folge. Oh ja, stimmt. Okay. Zack, zack. Ja, da steht ein bisschen weiter drin, aber es ist nicht ganz so schlimm. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich die großen Roboterarmeen zu mir und leert mein Inventar einmal. So können wir das nicht machen. Aber ich habe einfach nicht genug Mauer. Na, dann müssen wir es halt tatsächlich erstmal wohl. Mal hier so abruppen. Und dann erstmal so machen. Ideal ist es nicht, aber ich habe einfach nicht genug Mauern und ich kann, glaube ich, auch gerade keine bauen. Nee.
Kennst du noch einen bestimmten Spruch von dir? Nee, was habe ich gesagt? Hübsch ist es nicht, aber es funktioniert. Weißt du, wie oft ich das, bei City Skylines bei dir gehört habe? Ja, du hast gesehen, was ich da gebaut habe. Hübsch war es halt wirklich nicht, aber es hat funktioniert. Ja. Ja, selbst die Funktion darf man erfolgreich in Frage stellen. Ohne sich jetzt großartig die. Wow, und Logistik-Inventar. Super. Nice, das heißt, irgendwer hat seine Alien-Artefakte reingepackt. Du hast ja gepusht, ne? Ich hatte noch 11 Alien-Artefakte mit reingepackt. Das sind 110 von den. Von denen, weißt schon. Ey, ich bin manchmal so doof, dass es eigentlich wehtun müsste. Die ganzen Minen nochmal umsetzen. Wenn es zu weit weggebaut. Rote Schaltkreise holen sich langsam, aber sicher wieder. Na gut, wir verbrauchen sie auch nicht mehr. Ja, ist richtig, aber trotzdem, nur so. Kiste. Ach, das muss ich vorplanen. Ich brauche hier Lagerkisten. Was brauche ich denn dafür? Stahlträger, die ich wieder nicht habe. Wir hätten hier eine Möglichkeit, noch Stahlträger in die Logistik zu bekommen. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, mach das mal. Ich brauche die Stahlträger hier hinten. Andersweitig komme ich ja nicht dran. Oh, da kommt echt nochmal ein Level 4. Was ist denn das? Robotergeschwindigkeit. Oh, das wäre aber nicht übel. Ja, wir forschen jetzt einfach von links nach rechts. Einfach ist es. Wir wollen ja eh alle Forschungen haben. Nee, weil ich will, oder ich muss hier nämlich vorplanen, was so Kisten angeht. Greiferlies habe ich bestimmt eh nicht mehr, oder? Greiferlies! Ach, hier. Angenommen, der kommt dann hoffentlich so rum. Hier hinten. Ich muss den eigentlich erst halten lassen. Schnief. Kann ich es nicht einplanen. Kriegt man dich gedreht? Ja. Okay, wir kriegen gerade Stahlträger ins Logistik-Inventar. Die dürftest du gleich geliefert bekommen. Sehr gut. Ey, man ja nicht. Wie funktioniert das jetzt? Ach, die Dinger habe ich auch vergessen. Na, zum Glück habe ich da noch zwei. Ist lustig, der da oben legt immer aufs Band und da unten legt es wieder rein. Unten in die Anbieterkiste. Und die Anbieterkiste läuft einfach ums Verhecken nicht voll, weil wir konstant irgendwas nachordern. Jetzt muss ich ganz zurücklaufen. Extra super reines Skelett sei Dank. Geht das aber recht fix. Denn ich habe unten vergessen, den Bahnhof zu definieren. Oh, lass mal kurz sehen. Das möchte ich noch sehen, bevor wir die Folge beenden. Wir sind zwar schon, wir überziehen zwar schon wieder, aber. Ja, jetzt zum Schluss hin. Wird halt hin und wieder überzogen. Was heißt hin und wieder? Okay. Hier wird eigentlich andauernd überzogen. Ja, dann kann ich mir auch gleich nochmal irgendwo Stahlträger abknosen. Ja, ich habe da ja, wie gesagt, die müssten dir geliefert werden gerade. Ich weiß nicht, ob ich das nicht wieder abgebrochen habe, weil wir ja keine. Nö, 200 lasse ich mir eigentlich bringen. Dann gucken wir mal, ob da was passiert. Außer die werden woanders noch irgendwo weggefressen. Da weiß ich nicht. Wo bist denn du? Ah, da unten. Sieben Steine kann ich. Kupfer brauche ich nicht. Eisen brauche ich nicht. Hier ist übrigens Holz auch. Brauche ich nicht. Ja, die habe ich gerade erfolgreich ein wenig abgegessen. So. Genau, die meinte ich. Siehst du, und jetzt werden dir auch welche geliefert. Gut, dann renne ich noch einmal hinter. Sag mal kurz den Dingens hier. Hier hast du den Einbahnhof. Ja. Der ist halt noch nicht ganz fertig. Mit einer Wendeschleife. Aber bei der Länge, glaube ich, ist es schon durchaus sinnvoll, dass man hier mit zweiten Außenposten. Flugzeugen weitergeht. Mit Zügen weitergeht, statt mit den Robos. So, und hier passiert dann quasi Folgendes. Hier hinten wird nicht mit Brennstoff betankt, der muss eigentlich, das müsste reichen. Könntest du Holz nehmen, weißt du, wie viel Holz wir haben? Ja, ich würde hier hinten einfach nicht mit Brennstoff betanken. So, und dann kommt hier dazwischen quasi eine Kiste.
Ich bin der Kistengeist. Und hier dazwischen kommt auch nochmal eine Kiste. Einfach nur, um hier wirklich Vorrat zu schaffen. Lass dir am besten übrigens die Minen da unten, bau die nicht selber, sondern lass dir die liefern. Wir haben noch welche im Inventar. Wenn ich sie finde. Hier, ihr sagt Titan. Gut, und zwar seht ihr jetzt ungefähr, wie es aussehen soll. Ich habe wohl vermutlich bei weitem nicht noch gelbe Kisten gebaut. Noch habe ich. Wow. Genau 10. Und dann quasi hier. Und oh ja, dann die quasi schnell. Hier. Kurz gucken, dass wir nicht schielen. Okay, so soll das ungefähr aussehen. Ah, die werden jetzt nur einseitig beladen, aber das werde ich gleich nee, fixen. Werden sie nicht gleich, werden sie nicht mehr. Ach so, ja, stimmt, weil ich da einfach noch nicht gestromlinkt habe. Oh ne, der muss nochmal weg. Näher ran. Das sind eigentlich, ich hoffe erstmal genauso viele Minen, wie hier ausgefallen sind. Und zur Not kann man ja hier jederzeit nochmal nachreichen. Ja. Könnte man, wenn es einem danach gelüst hätte. Genau, und jetzt haben wir hier wahrscheinlich ein Problem, dass es mit dem. Doch, es müsste eigentlich genau reichen mit dem Mitlasten, oder? Ja, genau. Also oh, der Sinn hinter der ganzen Geschichte ist, die Robos können von Kiste zu Kiste gleichzeitig 5 Stück nehmen. Oder? Wir haben schon die höchste Stapelbonus. Nee, da kommt noch eine. Okay. Okay, also wir können momentan 4, die können immer 4 nehmen. Das heißt, wenn jetzt, solange der Zug unterwegs ist, pumpen die hier, die erste Reihe, pumpt immer noch Erz rein bis zum geht nicht mehr. Und liefert es dann an die zweite Riege. Die zweite Riege, also die liefern das im Prinzip immer schneller aus den ersten Kisten in die zweiten, als es vom Band kommt. Und das ist sozusagen einfach so ein gigantischer Rückstau. Die Dinger können sich jetzt hier erstmal voll pumpen bis zum geht nicht mehr. Damit kann der Drake hier auch fröhlich erstmal am Zug rumbasteln, wie er will. Weil bis die Dinger vorlaufen, ja, dauert. Ja, der Hintergrund ist auch einfach der Zug wird hier über diesen Wartemechanismus vielleicht 5 bis 10 Minuten warten. Und ich glaube nicht, dass du es so lange laufen lassen wirst, oder? Na, 5. Ich denke 5. Weil das Ding muss ja voll werden. Ja. Okay. Du lieferst das unten hin. Das Problem ist, wir müssen genauso einen Blödsinn oben auch nochmal machen. Ja, aber ich wollte da, eine Seite muss ich ja anfangen. Ja, ja. Du fängst hier unten an und dann machst du oben weiter. Genau, wenn, wenn halt, es hier unten funktioniert, dann. Mehr, dass wir noch deutlich mehr Erze brauchen, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Ja, gut, Folge. Dir werden ja gerade die Erzförderer geliefert. Ja, deswegen sage ich ja manchmal nicht. Das ist nämlich das Schöne, bei so einem Band kann man hier das komplette Erzfeld auf einmal erschließen, das dann hier alles hochpumpen und die Dinger, das sammelt sich dann halt an, bis man hunderttausende Eisenerz hier in den Lagerkisten hat. Ja, und sobald der Zug kommt, wird der halt in rapidester Geschwindigkeit nachgeladen. Der kann irgendwie 3000 Stück oder sowas tragen. Ja, ich habe sogar schon Leute gesehen, die das dann unterirdisch weiterführen und von beiden Seiten befüttern. Ich bin sogar am Überlegen, das jetzt so zu machen. Aber wir machen jetzt übrigens als nächstes die Robotergeschwindigkeit. Wieso ist da Festbrennstoff drinnen? Wo drin? Irgendwie lagern die Drohnen hier. Das ist ja weird. Die Drohnen lagern in den Lagerkisten Festbrennstoff. Wie befülle ich den mit Brennstoff? Hätte ich da vielleicht keine Lagerkisten nehmen sollen? Weiß ich nicht. Was haben wir denn noch? Aktive Anbieterkisten. Nee, das will ich nicht. Nachfragekisten eventuell? Naja, das können wir in der nächsten Folge rausmachen, weil sonst, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ja, Bonusfolge. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft, weil wenn die natürlich hier anfangen, nee, scheiße, die fangen dann hier an, Shit einzulagern, ich reiß die nochmal ab. Muss die ersetzen mit was anderem. Ja, ich werde die durch passive Anbieterkiste ersetzen. Das Schlimmste, was dann ist, dass wir Erz im System haben.
So, der Zug ist voll. Der Zug ist voll, aber ich habe halt, der Brennstoff sollte eigentlich zu mir. Ich weiß nicht, wo der jetzt gelandet ist, aber ich brauche ihn. Den habe ich. Dann pack ihn in den Zug vorne, sonst kann ich nicht losfahren. Ja, wie kann ich den? Ach, da vorne ist das Ding. Da kommt. Nee, das ist jetzt gerade Schiene. Diese Lokomotive, wie öffne ich dir ihren Inventar? Einsteigen und draufklicken. Nee, halt einstecken und... Muss rausgehen aus dem Ding. Ja, nee, ich verstehe es auch gerade nicht, wie das mit dem Inventar funktioniert. Früher war das mal wie beim Panzer. Links draufklicken. Ach, das kann sein, warte. Nee, es ist trotzdem nicht links draufklicken. Ja, ich weiß es nicht mehr. Na, warte. Stimmt. Dann kriegen wir jetzt den Brennstoff in den Zug. Kannst du mal dort weggehen? So, hier. Und dann machst du eine passive Anbieterkiste und Sache ist gut. Ja, die Frage ist halt... Oder eine Nachfragekiste. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Brennstoff in den Zug kriege. So hier? Ja, ich sehe immer nur über so ein Ladeding. Station. Willst du jetzt tatsächlich noch eine zweite Folge dranhängen und wir cutten das, oder? Nein, nein, wir machen jetzt den Schluss. Aber es ging darum, dass ich gerade nicht weiß, du musst den betanken können per Hand. Eigentlich. Oh, hier vorne ist Brennstoff reingekommen. Nee, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Kleines bisschen Überlänge, aber muss ja geklärt. Kleines bisschen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.